Hallo meine Wolfis, zur nächsten Folge der 100 Baby Challenge. Wir sind jetzt mit Lara auf dem Geburtstag von Gunther und stinken wie Sau und sind verdammt müde. Wir könnten jetzt mal eben so ganz frech sein. Jetzt backt das hier schon wieder rum. Komisch. Wo konnte man nochmal seine Wünsche-Dings da einlösen? Hier, ne? Nee. Da konnte man das wechseln. Wir brauchen den Schlafersatztrank. Ja. So, dann brauchen wir stets willkommen. Stimmung, was gibt es hier noch? Hoppala. Frühaufsteher, Nachteule. Kostenlose Dienste. Das wäre auch schon cool, ne? Aber ich überlege gerade, ob es hier nicht. Fruchtbar haben wir schon. Gute Küsserin. Sorglos. Betörend. Oh, das müssen wir auf jeden Fall auch noch dazu holen irgendwann. So, jetzt wo sie das gekauft hat. Ist die Badewanne eingeschlafen, ist natürlich toll. Da ist er. Den trinkst du bitte. Hör auf zu baden. Wir haben bestimmt auch irgendwo eine Dusche, in der das viel schneller gehen würde. Oder haben die wirklich nur eine Badewanne? Haben die nur Badewanne? So. Nur Badewanne in diesem Haus? Echt? Hier ist eine Dusche. Guck mal, hier kannst du duschen gehen. Lara, könntest du das jetzt auch bitte trinken? Hatten wir die so angezogen? Kennen wir dich? Doch, Triss. Haben wir die wirklich so angezogen? Haben wir das wirklich? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Haben wir die so angezogen? Was haben wir getan? Wieso läuft er in seinem Schlapperzug hier rum? Emil ist der Einzige, der hier so, So, sag ich so. mal, Meinen Sie? in guten Klamotten rumläuft. Ah, ist Oba. So, jetzt will Aber Lara ist fix duschen Michi. geht. Jetzt wirst du zu einer Party eingeladen? Dann gehst du da erstmal duschen? Weil du stinkend da ankommst. Das ist auf jeden Fall die beste Idee. Beste Idee, Lara. Genau so funktioniert das. So, ist jetzt fertig mit Duschen? Fast. Also, Caterer ist, glaube ich, da. Das heißt, wir können gleich uns erstmal schön was vom Caterer da unten nehmen. Und wir müssen uns natürlich noch mit sämtlichen Gästen unterhalten. Und wir sollten hier vielleicht um sich kümmern. Um sich kümmern. Und um sich kümmern. Super. Und jetzt siehst du bitte hier wieder verdorbenes Essen aussortieren. Outfit ändern. Abendkleidung. So. Und jetzt gehst du bitte dich mal hier unten mit denen auch mit unterhalten. Große Neuigkeit erzählen. Erzähl mal deinen Kindern, dass sie schon wieder Geschwister kriegen. Oder so. Was ist eigentlich das Geburtstagskind? Ach, der kommt gerade auch hoch. Ist kein Caterer da? Ich glaube, ist wohl ein Caterer da. Clara ist die Caterin! Wie cool ist das denn? Jetzt haben wir in jedem Haus nur Kinder. Oh, wie geil ist das denn? Unser Granny-Kind ist einfach Caterer. Hier, kann sich auch mal mit ihm unterhalten. Philipp muss mal ganz gut aufs Klo. Und hier, Emil, kannst du auch mal von der großen Neuigkeit erzählen. So, und dann wird hier. Kannst du ihm das auch erzählen? Dann kannst du ihm gratulieren. Und dann kannst du ihn hier auch noch umarmen. Dann kannst du die auch mal umarmen. Hier so ein bisschen die Freundschaft mit den Kindern wieder hochpushen.
Karoo? Turfna. Biene. Sarsuya. Hips. So, wie sieht es eigentlich jetzt mit der Freundschaft mit den Kindern aus? Geht die auch wieder hoch? Mit Emi müssen wir dringend mehr machen. Manuel ist noch recht hoch, weil er uns immer zu Besuch, bei uns immer zu Besuch ist. Oh, da sind tatsächlich welche von den Kindern gar nicht mehr mit drin. Sie zum Beispiel. Das heißt, wir müssen mit ihr dringend nachher nochmal reden. Wo geht's denn gerade hin? Ach, die liegt da im Bett und ist am Pennen. Ist das ein Witz? Willst du mich verarschen? Henry ist auch am Pennen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Tinova! Wadisa! Wenn du damit fertig bist, dann kannst du hier auch eine große Neuigkeit erzählen. Und den Tag verschönern. Und bei ihm auch mal den Tag verschönern. Und dann gehst du hier. Schmeichelst du ihr mal. Wir müssen nämlich dringend gucken, dass Miriam wieder hier drin ist. Miriam fehlt hier drin, nicht? Und Triss ist auch nicht hier drin. Gunther steigt wieder. Wir müssen dringend mehr mit den Kindern machen, auch wenn die ausgezogen sind. Das ist dumm, dass wir hier nicht drin sind. So, sie sind jetzt wieder Freunde. Seid doch Freunde. Seid Freunde. Ihr sollt Freunde sein. Jetzt sind sie Freunde. Super. Geburtstagsparty ist gleich vorbei. Nein! Große Neuigkeit erzählen. Und hier kannst du dann, im Herzen ein Kompliment machen. So, ich hoffe dann, sie muss auch noch wieder hier in die Liste mit rein. So, sie ist auch wieder in der Liste drin. Von Herzen ein Kompliment machen. Das ist echt stressig mit so vielen Kindern. Vor allem die dann alle noch hier drin behalten zu können. Wird schwierig. Wird echt schwierig. Welches Kind ist denn jetzt auf Anhieb nicht hier drin? Mir fällt gerade nicht ein, welches da nicht drin ist. Mit Emil haben wir uns auch definitiv mal besser verstanden, ne? Ha. Doba Harfin. Oh, Narfa. Und mit Henry haben wir uns auch besser verstanden, mit Philipp. Also ich gucke gerade, wenn ich nicht rede, gucke ich gerade nach, wer hier, wie hoch das so ist, ne, so im Allgemeinen. Man kann sich gut mal mit den beiden hier unterhalten, dass es zumindest bei denen steigt. Und dann müssen wir nachher gucken, Henry schläft schon, genauso wie Emma. Und Philipp ist, glaube ich, auch ins Bett gegangen eben. Ja, Philipp pennt hier oben. Tja. So, Geburtstagsparty jetzt vorbei. Geht hier unten nochmal irgendwas essen, snacken? Alter, wie viel Essen hier steht. Wie viel Kuchen kocht die denn bitte? Backt. So viele Leute kommen doch gar nicht. Naja, wenigstens haben die jetzt ganz viel zu essen, ne? Kann sie da davon was mitnehmen? Kann ich so einen Kuchen mitgehen lassen? Nein, schade. Ich hätte mir gerne einen Kuchen mitgehen lassen. Aber gut. Dann lassen wir uns halt keinen Kuchen mitgehen. Hast du jetzt langsam mal aufgegessen? Was ist bei dir kaputt? Jungs, dann geh doch aufs Klo. Ich verstehe nicht, was bei dir kaputt ist. Aber okay. So, Lara. So langsam wird es, glaube ich, mal Zeit, dass du nach Hause gehst, oder? Du musst jetzt nicht hier noch Stunden auf dieser Geburtstagsfeier rumhängen. Hallo? Wie wär's, wenn du jetzt langsam mal nach Hause gehst? Komm,
Steh nicht nur so da. Ist das vielleicht auch mal... Ah, jetzt ist sie endlich. Okay, wenn sie das dann mal getan hat, dann können wir endlich nach Hause gehen. Essen funktioniert dadurch nicht unbedingt schneller. Mit Emil plaudern. Du sollst jetzt nicht... Du sollst nach Hause gehen. Iss auf, dann können wir nach Hause. Komm, ist jetzt gut. Emil schläft, den brauchst du nicht zu wecken. Geht jetzt nach Hause. Komm. Aber Dali. Und dann können wir zu Hause mal hier aussortieren, was denn hier so Verdorbenes drin. Schlafersatz. In den Welt platzieren. Okay, der scheint leer zu sein. Der war dann eben wohl gemeint mit verdorbenem Essen. So, wenn sie denn dann zu Hause ist, dann geht's weiter, würde ich sagen. Ich überspringe das jetzt, weil das sonst zu lange dauert, ehe die jetzt nach Hause gejoggt ist. Bis gleich. So, wir sind wieder zu Hause. Was wird das hier? Du kannst doch direkt wieder aufbauen hier. Ist kaputt macht, darfst auch wieder reparieren. Blöde Kuh. So, du hattest einen dringenden Harndrang. Du bist, ist alles in Ordnung, bei dir auch. Sag mal, habt ihr eigentlich eure Hausaufgaben erledigt? Wie wär's, wenn du die Hausaufgaben mal machst? Und du hast deine Hausaufgaben irgendwo liegen lassen. Ey, was ist denn hier? Haben die hier eine heimliche Party gefeiert? Ganz ehrlich, hier steht überall Essen rum. Überall. Da steht auch überall Essen. Ganz ehrlich, was wird das? Hier, mach deine Hausaufgaben. Können wir da jetzt... So. Rinder. Hey, rein da. So. Du hattest deine Hausaufgaben gemacht. Nicht begonnen. Mach deine Hausaufgaben. Mach deine Zusatzhausaufgaben. Und du machst auch deine Hausaufgaben. Es gibt es doch nicht. Gibt es einfach nicht. Lara guckt jetzt Fernsehen. Irgendeine Ärzteshow oder so. Er ist tanzen. Steht hier noch irgendwo dreckiges Geschirr rum, von dem wir was wissen sollten? Steht hier draußen noch dreckiges Geschirr? Nee, okay. Sophia hat ihre Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Wir joggt hier rum. Komm, okay. Gunthers Vater. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch mal ein bisschen spulig vor, ehe die ihre Hausaufgaben machen. Und dann auch so langsam mal alle ins Bett können, ja? Ist spät genug. Weil die Sonne geht jetzt auf, ne? Müsst ihr jetzt gleich alle zur Schule. Oh, oh, seid ihr denn alle auch gut für die Schule? Hier, ach so, du isst schon. Du hast deine Hausaufgaben noch nicht mal fertig. Was ist eigentlich bei euch allen verkehrt? Ich weiß... Ah! Weißt du, die sollten, während wir auf der Feier waren, sich selbst versorgen. Und was machen die? Nix! Nix tun die! Sind deine Hausaufgaben fertig, Madame? Sind deine Hausaufgaben fertig? Abgeschlossen? Sehr gut. Okay, geht in Ordnung. So, und ihr müsst jetzt auch noch eure Hausaufgaben machen. Das macht mal ein bisschen voll lauter hier. Okay, habt die Zusatzaufgaben fertig. So, du isst jetzt erstmal was und gehst dann bitte aufs Klo. Weil das geht vor, das ist dringender. So, Lara unterhält sich jetzt nicht mit der. Lara kann jetzt mal... hier ein... Gemälde nach Vorlage malen. Ein großes Gemälde nach Vorlage. Und dann malt sie hier das Schiff oder so. So. Die steht da jetzt rum und ist wieder irgendwie verbuggt oder so. Das hier kann weg. So, und Rinder. Ah, oh, jetzt kommt das Bild. So.
bisschen reinzoomen, oder? So. Ne, müssen das schon so lassen. Und dann würde ich es mal sagen. Hallo? So sollst du das nehmen. Wie mache ich denn? Enter? Hö? Wie? Hallo? Ah, okay. So meinst du das jetzt. So und nicht anders. Ja, ich weiß, dass ihr zur Schule müsst jetzt gleich, aber ihr habt gerade andere Probleme. Und zwar alle haben diese Probleme. Hallo, gehst du da jetzt rein? Geh da rein! So, geht doch. So, das ist ja auch leer. Nein, das Wasser ist nicht leer. Er trinkt das noch. Dann trinkt das. Muss in circa einer Stunde in der Schule sein. Du bist fertig mit deinen Hausaufgaben. Das heißt, du darfst jetzt was essen gehen. Du musst überhaupt nicht aufs Klo. Du hast Hunger. Das ist ein Unterschied. Das eine verlässt den Körper, das andere geht in den Körper rein. Ich glaube, du musst wirklich noch zur Schule gehen. Wenn du noch nicht mal diesen essentiellen Unterschied kennst. So. Haben wir wirklich schon wieder 7 Leute hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tatsache. Wir müssen mal wieder ein paar ausziehen lassen. Ihr beiden seid ja fast soweit. Also wir machen das wirklich zur 100. Schmeißen wir einfach alle Kinder mal raus und dann ist das nächste Kind mit ihm. Dann ist vielleicht die Chance auf Drillinge auch mal gegeben. So, das ist auch aufgegessen. Zack. Und ihr geht jetzt alle zur Schule. Nee, ihr geht schlafen. Ihr wollt euch ins gleiche Bett legen? Das ist nicht drin. Das sind noch nicht mal eure Betten, eure Zimmer. Hier wird nicht geschlafen. Ich müsste alle zur Schule raus, Mann. Die tun mir so ein bisschen leid. Hallo? Ich wollte die Musik gerade ausmachen. So. Die tun mir schon so ein bisschen leid, dass die jetzt alle müde zur Schule müssen. Aber okay. So. Du musst dringend mal deine Fähigkeiten leveln. Wir müssen alle dringend mal unsere Fähigkeiten leveln hier, ihr Kinder. Weil sonst könnt ihr nicht ausziehen. Fleißig lernen. Und Madame ist jetzt auch endlich in der Schule. So. Und während die Kinder in der Schule sind, kann sie hier unten weiter malen. Sie ist fertig. So, du bist ein ausgezeichnetes Gemälde. Das werden wir jetzt an Sammler verkaufen. Wie weit bist du eigentlich? Zweites Trimester in 11 Stunden. Ja, ist ja in Ordnung. Bewundert ist Pirat. Kannst du dir da auch irgendwie selber hinmalen, so? Okay. Hm. Schade. Scheint wohl nicht so ganz zu funktionieren. Was ich jetzt eigentlich mit dir machen wollte, war, dass sie das hier mal baut. So, sie baut die Rakete. Und er isst. Super. Super Arbeitsaufteilung. Wer hat denn hier schon wieder gekocht? Hört doch mal auf, immer alle zu kochen. So, dann haben wir hier was weg kann. Das ist noch ausgezeichnet. Das ist auch alles noch gut. Und ihr hört jetzt mal bitte auf, alle zu kochen. Das ist ja ätzend. So. Steht hier noch irgendwo Geschirr rum, was irgendwer hier irgendwo vergessen hat? Hier steht Spielzeug im Wohnzimmer. Aber das ist in Ordnung. Das ist ein Haushalt mit Kindern. So, Lara hat die Fähigkeit für die Raumschiffe erworben. Das ist toll, das ist echt toll. So. Monsieur kann dann mal... Was liegt denn hier hinten? Was ist das denn? Hier, komm. Ist egal, mach das Maximum. Immer das Maximum. Ach, das sind Lampen. Und ich habe mich schon gewundert. Vincent könnte in der Zeit... Trampel. Was könntest du denn machen? Irgendwas Kreatives vielleicht? Ein Buch weiterschreiben oder so? Schreiben.
Weiterschreiben. Nase bohren. Leicht gemacht. Super. Und sie ist hier am Werkeln. Eieiei. Für beide Tests lernen. Hört doch mal auf, immer Ansprüche zu haben. Das ist ja ätzend. Zack. So. Lara hat ein bisschen Hunger. Lara könnte etwas essen. Weh, du kratzt dabei jetzt ab, ey. Das gibt Ärger. Geh jetzt erstmal hier. Geh erstmal essen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Dann kannst du hier mal alle bewässern. Und... ja. Ne? Das reicht ja erstmal. Bewässern. Ach, da unten steht doch was. Herrgott. Da steht auch noch was. Meine Güte, überall steht hier scheiß Geschirr rum. Das ist ja echt zum Mäusemelken. Zum Mäusemelken ist das. Ich spule jetzt. Vielleicht frisst sie dann was schneller. Na, ich habe das Gefühl, sie frisst dadurch nicht schneller. Okay, dann werde ich jetzt einfach hier die Abmod machen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei sämtlichen anderen Dingen, die ihr jetzt noch tun werdet. Und bis zum nächsten Mal in der 100 Baby Challenge oder einem anderen Video von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.